Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video unseres Seminars Sprache, Medien und Sport. Wir möchten uns heute ins erste Trainingslager begeben und uns ganz allgemein Gedanken darüber machen, wie Sprache, Medien und Sport zusammenhängen. Ich hatte Sie ja gebeten, sich darüber vorab schon mal ein paar Gedanken zu machen, wie also Sport ohne Medien wohl aussehen könnte und ob Sportberichterstattung ohne Sprache funktionieren würde. Und wir werden genau zu diesen Fragen uns heute auch empirisches Material anschauen und ein paar theoretische Grundbegriffe kennenlernen. Doch zunächst ein Rückblick auf die letzte Sitzung. Wir hatten gesehen, Sprache und Kommunikation sind ein ganz wichtiger Bestandteil von Sport und auch der Vermittlung von Sport und auch wie Sichtweisen und Leitbilder von Sport etabliert werden. Dazu braucht es eben Sprache und Kommunikation und dazu gibt es heute auch Beispiele. Wir können, wenn wir Sportsprache untersuchen, verschiedene Domänen, verschiedene Akteure und verschiedene Ebenen auseinanderhalten. Also Domänen, sowas wie Sprechen über den Sport in der Freizeit oder auch im Journalismus. Akteure sind zum Beispiel Fans, JournalistInnen und eben auch die SportlerInnen selbst und schließlich FunktionärInnen. Und wenn wir Sportsprache untersuchen, können wir verschiedene sprachliche Ebenen ansetzen. Lexik, Semantik, Syntax, Textsorten, Diskurse, Medialitäten. Und wir müssten vielleicht noch heute hinzufügen, Prosodie, ja, also alles, was mit Betonung zusammenhängt und sich speziell auf die Stimme bezieht. Das werden wir nachher brauchen, wenn wir uns mit Live-Kommentaren beschäftigen werden. Gut, Mediatisierung und Sport. Unter dieser Überschrift möchte ich gerne das heutige Thema verhandeln. Sie hatten den Text von Gleich gelesen. Das ist eine Dreiecksbeziehung zwischen Sport, Medien und Wirtschaft gibt. Ja, damit Sport funktionieren kann, braucht er die mediale Aufbereitung und nur dann kann er auch als wirtschaftliches Unterfangen wirklich funktionieren. Umgekehrt brauchen aber auch Medien, wenn sie wirtschaftlich arbeiten wollen, den Sport, über den sie berichten können, um ZuschauerInnen und LeserInnen an sich zu binden und so weiter. Ja, und es gibt ein schönes Zitat von Jalli, der das Verhältnis von Sprache und Sport so auf den Punkt bringt. Most people do the vast majority of their sports spectating via the media, largely through television. Heute müssten wir ergänzen das Internet. So that the cultural experience is usually mediated. And from a financial point of view, professional and increasingly college sports are dependent upon media money for their survival and their present organizational structure. Sie erinnern sich vielleicht an die Diskussion aus dem Frühjahr, soll die Bundesliga stattfinden oder nicht? Es gab im Wesentlichen zwei Argumente. Das eine Argument war, gebt den Leuten doch ihr Hobby zurück, den ganzen Fans. Aber das viel wichtigere Argument war natürlich, wir müssen diesen Wirtschaftsbetrieb am Laufen halten. Ja? Wir müssen spielen, damit Fernsehbilder generiert werden können, damit Werbeeinnahmen zustande kommen. Und eigentlich war also die Entscheidung, wieder Fußball zu spielen, eine der Medien, und zwar eine der Medien als Wirtschaftsunternehmen. Gut, und diese Verwobenheit von Medien und Sport kann man ganz allgemein mit dem Begriff der Mediatisierung fassen. Das ist ein Begriff aus der Medienwissenschaft, der längerfristige gesellschaftliche Entwicklungen betrifft, die sich daraus ergeben, dass Medientechnologien mehr und mehr unseren Alltag durchdringen. Mediatisierung, so formuliert Couldry, ist der Prozess des increasing involvement of media in all spheres of life, so that media increasingly become relevant for the social construction of everyday life, society and culture as a whole. Ja, also was überhaupt unsere Kultur ist, wie unsere Gesellschaft funktioniert, ist maßgeblich darauf angewiesen, dass es technische Medien gibt, dass es Massenmedien gibt inzwischen, dass es das Internet, mobile Technologien gibt und so weiter. Ja? Allein schon, was wir gerade jetzt im Moment machen, studieren und lehren, würde ja ohne Medien gar nicht funktionieren. Und der Sport gilt seit jeher als ein Paradebeispiel der Mediatisierung. In zweierlei Hinsicht. Medieninstitutionen prägen die historische Entwicklung des Sports. Ja, und nicht selten sind zum Beispiel Regelanpassungen darauf zurückzuführen, dass das Produkt Sport in den Medien gut verkauft werden können muss. Und umgekehrt
prägt auch der Sport die Entwicklung der Medieninstitutionen. Ja? Also, dass es sowas gibt wie Live-Berichterstattung und dass es so massiv ausgebaut wurde, hängt eben damit zusammen, dass es den Sport gibt oder gab, über den es zu berichten galt. Dann ein ganz berühmtes Beispiel hierfür ist die Tour de France. Sie wissen es vielleicht, dass die Tour de France eine PR-Aktion einer Zeitung gewesen ist ursprünglich. Ja, da gab es diese Zeitung hier, Lotto aus Frankreich, deren Verkaufszahlen zurückgingen und die sich deswegen ausgedacht haben, ein Radrennen auszurichten, über das sie dann eben täglich exklusiv berichten konnten. Es ist also überhaupt nicht so, dass es zuerst das Radrennen gab und dann wurde darüber berichtet oder dann haben Medien davon Notiz genommen und haben daraus ihre Stories gemacht, sondern es gab sozusagen zuerst die Idee, wir brauchen laufende Berichterstattung und deswegen veranstalten wir mal ein Radrennen. Ja, und ähnliche Beispiele finden sich in der Geschichte des Sports immer wieder. Wir finden dann aber auch sowas wie eine Individualisierung des Sports, die wir feststellen können, seit es bestimmte mediale Aufbereitungsweisen gibt, dass Interviews geführt werden, dass es eine bestimmte Form der Pressefotografie gibt, die es überhaupt erst möglich macht, dass sowas wie Stars nicht nur auf den Opernbühnen und so weiter möglich sind, sondern eben auch in den Sportarenen. Dann hatte ich eben gesagt, das Live-Fernsehen ist ein Motor für die Mediatisierung des Sports. Seit es Live-Fernsehen gibt, sind die Werbeeinnahmen in die Höhe geschossen. Und umgekehrt war eben der Sport auch für die Fernsehstationen ein besonderer Anlass, gerade in diese Technologie der Live-Übertragung zu investieren. Dann gehen wir weiter. Das, was unser öffentliches Bild von SportlerInnen auszeichnet, was sie prägt, hängt eben auch von bestimmten medialen Aufbereitungskonventionen zusammen. Dass es sowas gibt wie Großaufnahmen, Zeitlupen, dass besonders die Emotionen dokumentiert werden. Das führt dazu, dass wir eben unsere SportlerInnen zu Helden machen. Ja, dazu gibt es später noch ein Beispiel. Umgekehrt können wir aber auch sehen, dass die Eigenlogik des Sports, die ja für sich genommen zunächst mal eine sehr körperzentrierte und kompetitive Praxis ist, dass die auch über den Sport hinaus wirkt. Wir sprechen von TV-Duellen zum Beispiel, die wie so eine Art sportlicher Wettkampf inszeniert werden. Haben wir gerade im US-Wahlkampf gesehen. Oder hier am Wochenende kam die Meldung, dass eine Werbeagentur, die vor allem für Sport zuständig ist, jetzt den SPD-Bundestagswahlkampf gestalten soll. Und dann hat Kevin Kühnert, der SPD-Politiker, Sie kennen ihn bestimmt, hier solche Metaphern mal rausgehauen. Anpfiff zum Ball, ja, das Spiel dauert 90 Minuten, der Ball liegt jetzt im Feld des Gegners. Wir spielen auf Sieg, wir müssen über Kampf ins Spiel finden. Ja, finden wir an ganz vielen Stellen, dass gerade Sportmetaphern, die ja häufig was mit Kampf und Krieg zu tun haben, auch auf andere Domänen übertragen werden, hier eben in den Bereich der Politik. Okay, gehen wir ein bisschen näher rein, ein bisschen spezifischer auf Sprache. Dazu hatten Sie einen Text von Jung gelesen, die darauf hinweist, dass Sportereignisse ganz aufwendig inszenierte Medienspektakel sind, in der Vorberichterstattung, in der Nachberichterstattung, aber eben besonders auch in der Live-Berichterstattung mit den jeweiligen Kommentaren. Ja, und das ist ja für die Linguistik dann sehr interessant. Ich möchte Ihnen mal eine kurze Passage aus so einer Live-Reportage vorspielen. Ramos mit der Flanke auf den Elfmeterpunkt. Ronaldo hat Platz, Ronaldo schießt und trifft. Das Tor für Real Madrid. 2:2. Okay, ohne dass wir die Hintergründe kennen, selbst wenn wir die Sprache nicht verstehen würden, würden wir sofort merken, das ist ein Sportkommentar. Ja, das ist so eine typische prosodische Gestaltung, wie wir sie tatsächlich eigentlich nur hier kennen und hier aber auch länderübergreifend beobachten können, auch über verschiedene historische Epochen hinweg relativ stabil bleibend.
Friederike Kern hat das mal als Speaking Dramatically beschrieben, ja? Also diese Dramatisierung, die wir in der Sportberichterstattung beobachten können, kann ja allein schon auf prosodischer Ebene umgesetzt werden. Diese besonderen Betonungen, wie Sachen in die Länge gezogen werden, diese sich überschlagende Stimme und so weiter und so fort. Das finden wir aber nicht nur im Mündlichen, sondern auch im Schriftlichen. In Live-Tickern zum Beispiel finden wir, dass hier Mündlichkeit emuliert wird, indem Torschreie mit 28 O's geschrieben werden oder auch Interjektionen wie Ui und erste dicke, dicke Chance. Diese Retuplikationen, die auch sehr typisch fürs Mündliche sind, werden hier im Schriftlichen nachgebildet. Gut, und jetzt wollen wir uns mal zwei Beispiele zunächst angucken, die ich am Wochenende auf sportschau.de gesehen habe. Ich möchte Ihnen das gerne vorspielen. Die sind nicht in irgendeiner Form außergewöhnlich, das sind diese Clips, wie sie sich eben üblicherweise finden auf sportschau.de. 24 Stunden nach dem deutlichen 97:60 Erfolg gegen die Synthetics MBC stand der FC Bayern unter Siegzwang, um noch Gruppensieger zu werden. Gegner Crailsheim hatte durch die Corona-bedingte Spielabsage gegen Bayreuth mehr als eine Woche Pause und gestaltete das Spiel anfangs ausgeglichen. Dann jedoch das Highlight des Spiels. Bayerns Nick Weiler-Bepp mit dem Buzzerbeater. Was für ein Korb mit der Sirene zur 5-Punkte-Führung nach dem ersten Viertel. Okay. Ganz typischer Aufbau. Es kommen zunächst ein paar Hintergrundinformationen zum Matchen, was so ein bisschen die Vorgeschichte ist. Und dann soll es mir aber gehen um dieses dann jedoch das Highlight des Spiels. Ne, also schon gleich so eine Rahmung, die das, was zu sehen ist, dieser Wurf für die Zuschauerinnen als etwas besonders Sehenswertes herausgegriffen und gerahmt wird. Und dann hier diese auch sehr emotionalisierende Formulierung mit dem Buzzerbeater, auch mit der entsprechenden Betonung. Was für ein Korb! Ein Exklamativsatz, der übrigens ausgesprochen typisch ist für die Sportberichterstattung insgesamt, für die Live-Berichterstattung. Hier mal nur Auszüge aus meinem Live-Ticker-Korpus, mit dem wir noch arbeiten werden. Und wir finden übrigens hier auch eine interessante syntaktische Struktur. Sie sehen hier nämlich kein Verb, wenn Sie mal genau schauen in diesem Satz. Es sind verblose Sätze, die typisch sind für die Live-Kommentare, die besonders gut geeignet sind, so eine gewisse Gehetztheit und emotionale Involviertheit sprachlich zum Ausdruck zu bringen. Okay, zweites Beispiel. Eigentlich ähnlich unspektakulär. Weil er es kann. Aufsteigen nämlich, der Michael Kölner, das hat er bereits mit dem ersten FC Nürnberg bewiesen. 2018 ging es rauf in die Bundesliga. Seine Löwen in Himmelblau mit einem Blitzstart. Pusic, keine 30 Sekunden vorbei. Bei herrlichen äußeren Bedingungen auf Giesings Höhe. Anfangsphase geht eindeutig an die Gastgeber, die extrem griffig sind. Duisburg kommt kaum aus der eigenen Hälfte. Wieder Pusic. Der Österreicher ist nach etwas längerer Anlaufzeit jetzt die erhoffte Verstärkung für den Tabellenführer. Michael Kölner. Nur bis hier. Auch hier finden wir wieder diese gleiche Struktur. Zunächst so ein bisschen Hintergrundinformationen hier über den Trainer, der offenbar schon mal aufgestiegen ist, und dann weiß man also, genau, der also ein Erfolgstrainer sozusagen ist. Auch am Ende kommt wieder was Informierendes. Wir erfahren hier, dass Pusic, der Österreicher, offenbar erst vor kurzem zu den Münchnern gewechselt ist, aber nicht so wirklich in Tritt kam, aber jetzt offenbar immer besser geworden ist. Ja, also hier können so nebenbei Hintergrundinformationen vermittelt werden, die es den Zuschauern ermöglichen, das Gesehene besser einzuordnen. Und dann aber der eigentliche Kern dieser Passage ist ja hier, was ich hier mal die Betonung abbildend in Großbuchstaben geschrieben habe, dieses wieder Pusic, wo wir gesehen haben, das ist genau in dem Moment gesprochen, als sich der Torschuss ereignet, sich auch der Torhüter besonders strecken muss und diese, ja, diese körperliche Involvierung wird hier sozusagen auch prosodisch nochmals unterstützt. Und auch das trägt natürlich zur Dramatisierung bei. Gut, und jetzt möchte ich das hier noch zeigen. Wir hatten ja schon gesehen, dass es dass Kampf- und Sportmetaphern ganz typisch sind für die Sportberichterstattung. Und hier mal ein Beispiel, wie das dann in der Nachberichterstattung dann aussieht.
Schweinsteiger im Finale bei der WM 2014, legendär, ja, wie er mit der blutenden Wunde noch weitergespielt hat. Wir finden dann solche Formulierungen wie, er opfert sich zum Helden, er wird als Blutkrieger bezeichnet, er lässt sich notdürftig zusammenflicken, also maßlos übertreibende Darstellungen. Und interessant, es war wie ein Symbol für seinen unbändigen Titelwillen. Also das sind doch alles sehr hyperbolische Ausdrucksweisen, wie Jung sagen würde, die metaphorisch untersetzt werden. Und es wird auch ganz explizit thematisiert, dass also das Geschehen auf dem Platz hier als Symbol für etwas anderes gesehen wird, also metaphorisch aufgeladen wird. Ja, und wenn wir also gesehen haben, dass mit Sprache Sichtweisen und Leitbilder des Sports etabliert werden, dann sehen wir hier ganz anschauliche Beispiele dafür. Okay, und jetzt möchte ich Ihnen das hier zeigen. Ich mache jetzt aber mal den Ton ganz bewusst aus. Iron Man. So. 2017 war das Patrick Lange, der dann später gewonnen hat. Also hier rennt jemand und lässt sich Drinks geben. Er trinkt und schüttet sich das auch so ein bisschen in den Ausschnitt. Und okay, was sehen wir hier also? Wir sehen einen Mann, der rennt, ein zweiter Mann, der rennt und offenbar ist der ein bisschen schneller, ja, überholt den jetzt, läuft also weiter. Gut, hier laufen also zwei Männer, nicht gerade spektakulär, aber ich möchte Sie bitten, sich mit diesem Video in der Gruppenarbeit zu beschäftigen, und zwar indem Sie sich das Video anschauen mit der Tonspur jetzt natürlich, denn wir können gerade im Live-Kommentar sehen, wie das, was das, das eigentlich stinklangweilige Geschehen dann eben doch auf eine sehr dramatisierende Art und Weise inszeniert werden können, und zwar in erster Linie sprachlich. Sie können sich dabei gerne, also nicht nur, aber auch sprachlich, Sie können sich dann gerne an Gleich und an Jung orientieren und schauen Sie sich bitte an, wie Spannung entsteht. Dazu bitte gerne Ihre Analysen in der Gruppenarbeit. Es kommen dann noch Hinweise per E-Mail. In der nächsten Sitzung, das möchte ich hier noch andeuten, wollen wir uns dann mit korpuslinguistischen Methoden beschäftigen. Dazu lesen Sie bitte meinen knappen Aufsatz zu meinen Fußballkorpora. Der hat 5 Seiten, das ist schnell gemacht, aber ich möchte Sie noch um was anderes bitten. Denn Sie sollen sich bitte diesen Text jetzt selber besorgen. Und zwar über die sogenannte DOI. DOI steht für Digital Object Identifier und reagiert auf das Problem, dass URLs sich häufig mal ändern können. Und dass es also um wissenschaftliche Texte wirklich gut zitierbar zu machen, es nicht genügt, dass man einfach nur die URL angibt. Und deswegen gibt es eben diesen Digital Object Identifier, der, solange es Internet gibt, immer der gleiche bleiben wird. Und wie rufen Sie DOIs auf? Indem Sie doi.org eingeben und dann hintendran eben diese Kennnummer anfügen. Und über diese URL werden Sie dann weitergeleitet zum Aufsatz. Ich möchte Sie dann bitten, sich den Aufsatz auch in Zotero zu importieren und mal probeweise eine Literaturangabe in einem Word-Dokument zu erstellen, so wie ich Ihnen das in meinem Zotero-Tutorial erklärt habe. Auch mit einem Literaturverzeichnis automatisiert. Ja, probieren Sie das bitte, das nachzumachen, wie ich es im Video zeige, nur eben dann mit diesem Aufsatz im Jahr 2017. Ein wichtiger Hinweis vorab, damit das funktioniert und Sie sich den Aufsatz runterladen können, müssen Sie im Uninetz sein. Das können Sie von zu Hause aus über den VPN-Client machen. Wenn Sie den noch nicht installiert haben, dann machen Sie das bitte. Damit können Sie auch ohne an der Uni zu sein alle Ressourcen, für die die SLUB die Lizenzen erworben hat, auch nutzen. Das wäre es für heute. Ich danke Ihnen. Tschüss.